Jetzt müssen wir ein bisschen Fläche und Platz lassen für den Sportlichsten unter uns. Peter Wirth mit seinem neuen Fahrrad. Liebe Freunde, dieses Fahrrad könnt ihr kaufen. Wenn ihr ungefähr 1,40 Meter groß seid, könntet ihr auch perfekt drauf passen. Das Ding ist nämlich, Peter hat sich dieses Fahrrad gekauft, ohne zu wissen, dass man den Sattel nicht verstellen kann. Das heißt, er ist jetzt fest dort verschweißt. Und 40 Euro. Ja? Hör mal, ich nehme das für 40 Euro. Also für, ja, ich glaube, meine Größe hat er. Also ich bin zwar 1,60, aber das werde ich mal versuchen. Ah, toll. Und kannst du mich doch hinten drauf nehmen? Kannst du dann auch noch fahren? Nee, geht das in die Hose? Ich ja, ja, aber das wäre es doch wert, oder? Das wäre es wirklich wert. Willst du mich noch hinten drauf nehmen? Kannst du das? Ach, guck mal, der hat Schiss. Aber ansonsten... So, 40 Euro, wer dieses Fahrrad haben möchte. Es ist schwarz, der Sattel ist nicht verstellbar und auch das Lenkrad ist, glaube ich, nicht verstellbar, Peter. Oh, Peter möchte was sagen. Stimmt das? Ja, in dem Moment müssen Sie es auch verstanden haben. Nee, Thema Sperrmüll möchte ich mal aufnehmen. Ja, natürlich, du hattest und eine das Geschichte. Fahrrad, was man hier sieht. Mir ist es wirklich mal passiert, ein uraltes Klapprad von mir. Ich habe es vor der Kneipe stehen, ist schon ein paar Jährchen her. Ja. Komm raus... Und sehe einen Sperrmüllwagen davonfahren mit meinem Fahrrad drauf. Ich bin hinterher gelaufen noch. Ich habe ihn nicht mehr einbekommen. Und ich weiß bis heute nicht, war das Zufall? Und der hat wirklich gedacht, das wäre Sperrmüll. Sah so aus, muss ich sagen. Ja, oder aber hat, du hast es geklaut. Oder hat das geklaut? Nee, es war sogar abgeschlossen. Der hat es, das also, genommen. Hast du hinten so ein Ding reingemacht sein, oder was? Nee, der hat das, einfach das Fahrrad genommen und auf seinen LKW hinten draufgehauen. Ja, aber wenn es doch dann abgeschlossen war, dann, was, also wie geht das denn dann? Abgeschlossen, nicht ja, angeschlossen. Ja, ja, das ist aber auch selten dämlich. Das Peter. War der Trick. Ne? Ja. Naja, also ich habe damit nicht gerechnet. Seitdem beschaffe ich mir nur noch wirklich uralte Fahrräder, die mir auch trotzdem regelmäßig geklaut werden. Und das jetzt, wo hast du das her? Das habe ich auf dem Flohmarkt, da darf man glaube ich eigentlich gar nicht, auf dem Flohmarkt gekauft, weil das irgendwie nicht registriert ist. Aber das ist so der gesunde Kreislauf. Mir wird ein Fahrrad geklaut und ich kaufe ein geklautes Fahrrad wieder zurück vom Flohmarkt. Dann wird das wieder geklaut und da gehen im Jahr so 80 Euro drauf etwa für mich. Ist kein Plusgeschäft, ja, kann ich das ist dazu sagen. Ja. Legal kann man Fahrräder gebraucht übrigens bei der Caritas kaufen, hier in Düsseldorf am Hauptbahnhof. Das ist Seppos Take. Nein, überhaupt nicht. Ich bin ja froh, dass es so gut läuft. Hast du Seppos Bad eigentlich schon bewundert? Da kann man jetzt hier so reingreifen. Ja, guck das mal. Kann man tatsächlich. Da kann man jetzt bald ein Zöpfchen machen. Ja. Ja, oder mehrere Zöpfchen. Tut weh? Zur vollen Alternative. Ja, so ein bisschen tut's weh. Und danach hat Seppo mir versprochen, macht er sich so den Heiner Brandschnörek. Das habe ich immer, du erzählst manchmal Sachen, die nicht stimmen. Ich war dabei. Das ist unglaublich. Ich habe es nicht versprochen. Ich meine, wenn wir schon da einen Take-Pimp hier ohne Ende, dann können wir... Und dann reißen wir ihm noch die Beinhaare aus. Und ihr könnt voten wie. Das wiederum stimmt. Waxen oder einzeln mit der Pinzette zupfen. Das höre ich auch zum ersten Mal. Es darf alles nicht wahr sein. Oder man kann es auch mit Zuckerwasser abreißen. Es ist der Moment erreicht, wo der Gast auch einfach geht. Tschüss. Tschüss. Schönen Tag noch. Das hat nichts mit uns zu tun. Er hat gerade gesagt, ihr könnt es auch lasern. Aber das wäre ja, dann kommen sie ja nicht wieder, oder? Nee, das wäre ja... Das wär, naja, das will ich halt nur nicht. Nee. Ich habe unglaublich tolle Beinhaare. Das wäre schade drum. Zeig mal, echt? Ich würde sie verkaufen. Welche Farbe haben die denn? Wenn sie... ja, es ist so dunkel. Ne? Ja. Naja, wobei so blond, aber auf dem weißen Bein erscheinen sie dann erschreckend dunkel bis schwarz.